Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen auf der Messe in London. Es ist IAPA Expo Europe, die Fachbesuchermesse für die Freizeitindustrie und ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch, was es hier alles auf der Messe gibt, was es für Neuigkeiten gibt, was man hier alles machen kann. Ja. Die International Association of Amusement Parks and Attractions, kurz IAPA, hat zur diesjährigen Messe in London eingeladen. Vom 12. bis zum 15. September haben sich zahlreiche Firmen aus der Freizeitindustrie getroffen und neue Produkte vorgestellt, Kooperationen abgeschlossen und vieles mehr. Über 11.000 Teilnehmer waren vor Ort, um sich auf über 15.000 Quadratmetern an mehr als 500 verschiedenen Ständen mit Informationen versorgen zu lassen. In Sachen Aussteller ist wirklich jedes Metier vertreten. Natürlich große Achterbahnhersteller wie Vekoma, Intamin oder Mack Rides, Hersteller von Flat Rides wie zum Beispiel KMG oder Mondial, Dark Ride Experten wie Sally oder Triotech, Agenturen für die Konzeption und Umsetzung von Attraktionen wie P&P Projects oder Yoravision, Thematisierungsspezialisten wie Universal Rocks, Animatronic-Hersteller wie Hofmann, E-Commerce-Plattformen wie Convius, Anbieter von modernen immersiven Spielen wie Valomotion, Anbieter von VR-Games wie Hologate und. Der Showfloor ist aber natürlich nicht alles, denn rund um die Messe gibt es noch zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen von diversen Experten und Expertinnen aus der Branche. Wie man vielleicht raushören kann, handelt es sich bei der IAPA Expo Europe um eine reine Fachbesuchermesse. Zum Beispiel Schausteller oder Verantwortliche von Parks oder Standalone-Attraktionen können sich hier neue Produkte anschauen und direkten Kontakt mit den entsprechenden Firmen pflegen. Neue Produkte sind auch ein gutes Stichwort, denn die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Maurer zum Beispiel hat eine neue Version ihres Spycoasters vorgestellt. Man hatte auch einen Zugteil dabei, damit man die neuen Sitze, Bügel und Funktionen direkt selber ausprobieren kann. Hi, I'm Steve with Maurer Rides. I've been working for the company for 15 years. And we have a spike coaster that probably most of the market knows about for the last 5 years, which is a two-seater. Now for this year, we have a brand new development, and now we have a train. So a lot of customers were asking us for more capacity. Now we have an eight-seater vehicle that not only can do many of the things that the old spike system did, which was how allow you to have acceleration anywhere on the track, but an eight-seater now can do inversions. We've had a new restraint put on it, but we have a classic restraint and there's a class 5 restraint with a seatbelt. That's very neat to do inversions. That means we can do loops so we can make layouts that nobody's been able to make in the past, which is really exciting for us. But then on top of that, we've added some tilt function to the seats. So what does that mean? What could we possibly do with a tilt function? Well, imagine if you're going out straightaway in a vehicle and you want to do a wheelie. So now we're all wheeling together through the straight, and then of course we get to the turn, it comes back, it fixes, we do the turns, and maybe more wheelies. So we've got this really cool interactive joystick that we're integrating into the ride that's never been done before. Maybe as you go up a hill, it goes too far back. You decide, who knows, right? So this gives us an ability to make all kinds of new functions on the seat, as well as make inversions. Also, we have complete onboard lighting and sound. So some of the parks in the past were a little bit leery or maybe not interested because of the lower capacity and the ability, we couldn't do inversions. We've added this new vehicle and now we can make that more interesting to see what kind of new products that our customers want to do. Die belgische Firma Bold Move Nation hat ein interaktives Media-Based Dark Ride System mit einem Modell präsentiert.
Mein Name ist Stefan Burian und ich bin vom Amusement Business Support. Ich arbeite zusammen mit Bolt Move Nation hier, um das Produkt Smash and Reload zu vertreiben. Smash and Reload ist ein sehr kompaktes Dark Ride Konzept, was im Endeffekt zwei Dinge miteinander kombiniert. Einmal das Fahren auf einem Track und halt das Spielen und Interagieren mit Screens, die wir hier haben. Smash and Reload heißt, es gibt zwei verschiedene Phasen. Smash ist, dass man Leinwände hat, auf die man dann auf interaktive Ziele schießen kann, aber man hat hier keine unendliche Munition wie bei anderen Spielen, sondern man hat hier immer nur eine begrenzte Anzahl an Munition. Und die Reload-Phasen, das ist dann der Moment, wo die Vehikel sich weiter bewegen, dann nach außen drehen, also es gibt einmal die Innenseite und einmal die Außenseite, und außen hat man dann die Möglichkeit, durch das Drücken auf einem Knopf, so schnell es geht, da haben wir dieses Reload dann an der Stelle, seine Munition wieder aufzuladen, um dann im nächsten Step, wo wieder gesmashed wird und geballert wird, dann auch man wieder Ziele treffen kann, schießen kann, Punkte sammeln kann. Also das Tolle hier an diesem Modell ist zum Beispiel, das ist die kleinere Variante, die hat eine Fläche von 12x12 Metern. Wir haben drei Vehikel, wir haben hier ungefähr eine Kapazität von 240 Besuchern pro Stunde. Ist natürlich eine kleinere Variante, die größere Variante hat eine Fläche von 15x15 Metern und da haben wir eine Kapazität von ungefähr 300 bis 400 Personen pro Stunde, 5 Vehikel. Der Vorteil hier an diesem Ride ist natürlich, man hat eine kleine Grundfläche. Das ist gerade für kleinere und mittlere Parks sehr gut geeignet. Man kann das in bestehende Gebäude implementieren. Wir liefern halt das komplette Produkt. Das heißt, wir haben den Media-Content, der selber produziert ist oder auch mit IPs wie zum Beispiel Smart Pilami oder die Daltons, die wir hier auch an Bord haben. Wir liefern den Track, wir liefern die Showtechnik, wir liefern die Screens, die Installation, das wird alles von unserer Seite übernommen und auch on top bieten wir noch die ganzen operativen Sachen mit an, das heißt die Bedienung, die Handbücher, auch das Training für die Mitarbeitenden wird damit implementiert, dass man wirklich ein, man sagt immer so schön, Turnkey-Project, Plug and Play könnte man es nennen, man stellt es rein, man hat direkt alles, damit man als Parkbetreiberin an der Stelle direkt loslaufen, betreiben kann, ohne selber Prozeduren sich vielleicht noch komplett auszudenken, das heißt also, man hat hier ein komplett bestehendes System, wo man seine Sachen dann noch implementieren kann und für seine eigenen Bedürfnisse noch anpassen kann, damit man aber, sobald alles installiert ist und auch läuft, direkt dann eröffnen kann und auch loslaufen kann. Nächstes Jahr wird eine Variante eröffnen mit einer Abwandlung einer eigenen IP in La Palle in Frankreich. Da werden wir, glaube ich, sogar, ich meine auch die kleine Variante da implementieren. Und dann kann man sich das Konzept schon mal anschauen, weil aktuell haben wir leider nur das Modell hier stehen. Aber nächstes Jahr geht halt das erste Modell richtig an den Start. Genau. Bei den großen Achterbahnherstellern gab es jetzt keine bahnbrechenden Enthüllungen. Dafür gab es aber zum Beispiel mehr Informationen zum Tilt Coaster von Vekoma. I'm Karen David from Vekoma Rides. I'm Marketing and PR Coordinator, responsible for all our marketing activities and social media. For 20 years ago, we had the first tilt coaster in Taiwan, but we made some new innovations in engineering, so we are presenting here the Tilt Coaster 2.0. And we have two different models, so the Pitfall and the Cliffhanger. And the first model is going to open up in 23 at Gotaland, which is situated near the Formula One circuit in Austin, Texas, in the US. So really excited to have the first project coming over to the US. And we have sold 4 out of these, and which will open in the next coming years on all different countries around the world. But we can't announce it yet. New innovations in engineering, which are also applicable with our MK1101 train. So you go up with the lift hill, which can now, the one at Gotaland will go up to 40 meters, but we can go up to 60 meters. Then you will have the new tilt mechanism, which we tested in our test facility right now, which goes at quite a quick speed that you're being tilted. And then you just go 90 degrees and before you just go down and follow the layout and track, which is full of inversions, airtime, so it's a real thrill ride. Die Schweizer Firma RES Ride Engineer Switzerland hatte ein Modell eines neuen Fahrgeschäfts dabei, welches sowohl für Familien sowie Thrillseeker geeignet ist. Mein Name ist Dirk Grunzheimer, ich bin Repräsentant der Firma RES Ride Engineering Switzerland und wir haben von
Familienfahrgeschäften zu Thrill Rides, Water Rides, Flat Rides, im Endeffekt auch für Schausteller, Fahrgeschäfte jedweder Art. Was Neues zu sehen ist, ist zum Beispiel der Oracle. Das ist ein Konzept von einem unserer Partner, die mit uns auch solche Konzepte ausarbeiten. Das ist ein Fahrgeschäft gedacht für die Reise, aber auch für den Park. Ist ein Fahrgeschäft zum Beispiel, was sowohl für die Familie geeignet ist mit einem Fahrmodul, als auch für den verrückten Teenager, so dass man sagt, die eine Fahrt machen wir ein bisschen gediegener und die andere Fahrt machen wir ein bisschen heftiger. Wir haben aber drei Achsen, die sich in verschiedene Richtungen bewegen. Wir haben einmal die Arme, die in der Beladung, unten wird alles zusammen beladen. Ja, dann stehen die 16 Sitze am Boden, können gemeinsam beladen werden und dann steigt dieses Fahrgeschäft auf und die abknickenden Arme gehen dann nach außen und bekommen dann im Endeffekt eine Drei-Achsen-Bewegung. Das heißt, das Fahrgeschäft an sich bewegt sich, die Arme in sich bewegen sich nochmal und der Fahrkörper, der Sitzkörper dreht sich auch nochmal und eigentlich drehen sich die Sitze nochmal. Also haben wir eigentlich fast vier Fahrbewegungen. Das ganze Fahrgeschäft hat eine Höhe von 16 Meter in der Höhe der Sitze und das Fahrgeschäft selber ist ungefähr 12 Meter, 13 Meter hoch. Was kann man dazu noch sagen? Die Grundfläche werden so 16 bis 20 Meter sein, damit ist es sehr kompakt. Wir können es auf zwei Fahrzeuge packen, das heißt, damit ist es auch für den Schausteller schnell von A nach B transportiert. Man braucht zwei bis drei Personen, um das Fahrgeschäft aufzubauen. Was kann ich da noch zu sagen? Die Kapazität liegt zwischen 350 und 500 Personen in der Stunde. Kommt immer auf die, Länge der Fahrzeit zum Beispiel. Ja. Es kann mit Licht bestückt werden, mit Sound bestückt werden. Design ist individuell. Was man hier sieht, ist einfach nur ein Konzept. Man kann da oben auch eine Mickey Maus draufsetzen oder auch einen Adler, was man haben will. Ja. Ja? Also wir haben mehrere sehr starke Interessenten dran, die auch Angebote schon erhalten haben. Und da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir eine Unterschrift haben. Wir vermuten, dass es 2024 werden wird, bis wir das erste Gerät auf den Markt bringen werden. Und dann kann man es natürlich ausprobieren. Ja? Das ist zum Beispiel, was im Moment bei uns ganz weit oben steht. Eine andere Sache ist der Wave Twist L, den man dort oben sieht. Das ist eine Neuerung, wo wir versuchen, auch für die Familie ein schönes Fahrgeschäft zu bauen. Das gibt es nächstes Jahr in einem Schweizer Freizeitpark zu besichtigen. Wir bringen fast jedes Jahr neue Ideen und Konzepte raus. Und ja, wir freuen uns einfach wieder hier auf dieser Show zu sein. Die Firma Art Engineering hat dieses Jahr das erste Modell ihrer Attraktion Wild Swing ausgeliefert. Mein Name ist Sascha Budde, ich arbeite für Art Engineering im Marketing und Sales. Und wie ihr hier seht, dreht sich auch direkt unsere Neuheit. Das ist der Wild Swing, den wir gerade im Phantasiana dieses Jahr eröffnet haben. Der Potspark wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr auch noch eröffnen, also sprich der Wild Swing im Potspark. Für alle, die es nicht wissen, der Wild Swing ist eine Schaukel, wie man sieht, ohne Überschläge und als Familienattraktion konzipiert. Beim Wild Swing handelt es sich um eine Schaukel, die jeweils mit 8 Personen auf beiden Seiten ausgestattet ist. Die Sitze sind Einzelsitze mit individuellen Lap-Bars, sodass ein wirklich hervorragendes Fahrgefühl während der Fahrt vorherrscht. Freigegeben ist die Attraktion bereits ab 90 cm, wobei wir glauben, Kinder mit 90 cm und 12 Meter Höhe, die Schaukel erreicht, könnte vielleicht schon ein bisschen aufregend sein. Der Wild Swing wurde letztes Jahr auf Kundenwunsch von uns für Phantasiana entwickelt. Interessanterweise gab es noch einen weiteren Kunden, eben den Potspark, wie ich eingangs erwähnt habe, der das Konzept dann auch direkt so schön fand, dass er gesagt hat, das möchte er haben. Im Phantasiana heißt der Wild Swing übrigens Pendula, für alle, die es noch nicht wissen. Und im Potspark ist es im steinzeitlichen Areal angesiedelt und heißt Klippenschleuder. Der
Der kanadische Wasserparkriese Whitewater hatte verschiedene Modelle dabei, eins zum unrealistisch wirkenden Icon Tower, der aktuell in Katar gebaut wird. Mein Name ist Rainer Melzer, ich bin Präsident von Whitewater in Europa, Russland und Afrika. Wir sind Hersteller von Freizeiteinrichtungen, Bädern, für Bäder, Rutschen und anderen Attraktionen, Wellen und alles Mögliche. Und was Sie hier sehen, ist ein völlig neues Projekt in einer neuen Dimension, so würde ich das nennen. Das ist in Katar, wird gebaut, ein riesengroßer Wasserpark für die Fußball-WM, die Ende des Jahres stattfinden wird. Und da soll das eröffnet werden. Es hat insgesamt 32 Rutschen drin, Wellenbecken, alles Mögliche. Und was ganz besonders ist, im Wasser steht ein Turm wie eine Ölplattform. Und das ist der Turm, den wir hier auf dem Modell sehen. Da gibt es zwei Weltrekorde. Es ist A, die höchste Rutsche, die es auf der Welt gibt, in dem Moment, wo sie aufmacht. Aktuell ist, glaube ich, die höchste Brasilien mit 48 Meter. Die hat dann 80 Meter, also fast doppelt so hoch. Und dieser Turm hat die meisten Rutschen auf einem Turm, die es auf der Welt gibt. Es sind alle Typen von Rutschen drin. Es gibt drei Aufzüge, die Menschen nach oben fahren auf verschiedenen Plattformen. Und die Rutschen sind so gestaltet, die obersten beiden gehen von ganz oben bis ganz unten. Das ist also eine sehr, sehr lange Reise. Das wird eine neue Erfahrung auf der Welt sein. Das gibt es da nicht. Und die anderen Reifenrutschen sind so gemacht, dass die auf halbem Weg stoppen. Da gibt es eine Zwischenplattform und dann kann man von einer Rutsche zur anderen gehen. Man kann also wechseln. Es ist alles drin, was die Industrie zu bieten hat. Das heißt, es gibt Abyss, es gibt Boomerang, es gibt Sphere. Es ist eigentlich alles drin, was man nur so verbauen kann. Und fantastisch ist natürlich die Höhe, die ganze Stahlkonstruktion, die da steht. Und wie gesagt, wenn alles gut läuft, dann eröffnet der Park Ende diesen Jahres. Der gesamte Turm ist 85 Meter hoch. Die oberste Startplattform liegt bei 79,6. Wer immer sich das überlegt hat, weiß ich nicht. Marketing wird es auf jeden Fall auf 80 Meter erhöhen, so wird es am Ende im Prospekt stehen. Ja, mein Lieblingsprodukt natürlich hier, das Slide Wheel. Das ist weltweit die erste rotierende Wasserrutsche. War ich selber mit Inventor von dem Ganzen vor 6 Jahren. Und sind jetzt 4 installiert auf der Welt, insgesamt 7 im Auftrag und hat alle Preise gewonnen, die ein Produkt gewinnen kann. Vor einer Woche in Amerika das beste Produkt im Golden Ticket Award, was auch eine Krone ist in unserer Industrie. Dann haben wir das Modell von Endless Surf. Endless Surf ist auch fantastisch. Das ist eine Welle, 2,5 Meter hoch, in der man wirkliches Surfen simulieren kann. Die erste Anlage in Europa kommt in München, ist unterschrieben, kommt in Hallberg-Moos. Das heißt, über pneumatische Wellen erzeugen wir Wellen, indem man richtig surfen kann. Also nicht so wie im Flowrider oder im Eisbach eine stehende Welle, sondern eine wirklich laufende Welle durch das Becken. Hinten haben wir das Flow House, da steht eins jetzt in Helsinki, das heißt, es ist in einer Shopping Mall unten drin, da sind 2 Flowrider, da kann man sitzen, ist wie in der Bar, kann zuschauen, wie die surfen, kann seinen Drink nehmen, ist auch fantastisch. Und vorn haben wir noch eine Water Ride Struktur, das ist meist trocken in einem Freizeitbad, in einem Boot, sitzt drin und macht einen riesen Jump nach unten und das Wasser spritzt auf die Seiten und da haben wir ein System da vorgestellt mit 2 großen Jumps in beiden Richtungen, auch sehr gut. Und da drüben haben wir noch Vantage, das ist unsere digitalisierte Antwort auf Wasserparks und Freizeitparks, in dem alles digitalisiert wird und wir wissen, was sind die Wünsche des Kunden und der Operator kann das Ganze ein bisschen steuern, sodass der Kunde dorthin geht, wo eine kürzere Schlange ist, dass der Operator weiß, was ist die beste Attraktion und so raus kann man ein noch schöneres und individuelles Erlebnis im Park gestalten. So, nach den ganzen Neuheiten, die hier auf der Messe präsentiert wurden, gibt es natürlich einiges mehr noch zu sehen. Super vieles zum Ausprobieren, seien es VR-Videospiele, VR-Fahrgeschäfte, Simulatoren und genau das zeige ich euch jetzt. Zum Ausprobieren gab es auf der Messe ganz, ganz viel, besonders im Virtual Reality Sektor.
Ausprobiert habe ich da zum Beispiel einige Minispiele von Spree Interactive, bei denen ihr zum Beispiel kooperativ als Omas euren Kuchen vor Aliens retten müsst. Ziemlich witzige und kurzweilige Sache. Von Spree gab es auch mehr zum Ausprobieren. So hat man zum Beispiel auch ein VR-Minigame auf einem Autoscooter von EA Park präsentiert. Hier war die Aufgabe, Aliens abzuschießen, was eigentlich auch irgendwie witzig war. In der, ich nenne es mal Vollversion, sitzt ihr dann zu zweit im Scooter. Einer fährt und der andere schießt. Grafisch ist da noch Luft nach oben, aber war schon ganz nett. Auch bei MugRides konnte man das neue Aerific VR ausprobieren. Eine äußerst platzsparende Variante des schon bekannten Flying Theaters. Perfekt geeignet für Standalone-Attraktionen in Großstädten oder kleinere Parks. Mein Highlight war der Monster Truck Grave Digger von DOF Robotics. Der Film war eigentlich nur eine Tech-Demo mit mittelmäßiger Grafik, der Simulator an sich war aber richtig, richtig spaßig. Knackige Bewegungen, sehr abwechslungsreich und einfach nur witzig. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Daneben gab es noch zahlreiche Arcade-Automaten in allen möglichen Varianten, Weiterentwicklungen von bewährten Sachen wie zum Beispiel Airhockey oder auch interaktive Sandkastenspiele in Kombination mit Media-Content. Zum Abschluss gibt's für euch jetzt einfach nochmal ein paar letzte Eindrücke zur Messe. Das waren dann auch 3 Tage Messe hier in London. Unfassbar viele Gespräche geführt, unfassbar viele Menschen kennengelernt, einige Interviews geführt, sehr viel Business gemacht und natürlich auch noch einiges ausprobiert. Es gab super viele Spielautomaten, VR-Spiele, den VR-Autoscooter, den Monster Truck Simulator mit VR-Brillen, den ich wirklich sehr, sehr geil fand von der Technik her. Da ist Siemens-Technik drin, super, super gut gemacht. Es war einfach super interessant, bei den ganzen Ausstellern mal Modelle zu sehen, ein paar mehr Informationen zu kriegen als so normal im Internet. Das ist, also es war jetzt meine erste IAPA, aber ich kann jetzt schon sagen, das fühlt sich halt schon echt irgendwie an, als wäre so ein großes Familientreffen der Branche. Irgendwie kennt jeder jeden, überall kommt man ins Gespräch. Super, super, super schön. Aber natürlich auch 3 Tage mit sehr vielen Gesprächen, sehr viel Lauferei, natürlich noch Partys abends, ist schon äußerst anstrengend, würde ich aber immer wieder machen. Nächstes Jahr geht's nach Wien, da bin ich auf jeden Fall auch am Start, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden und ich hoffe, das ist irgendwie schön geworden. Keine Ahnung, gibt einen guten Eindruck von der Messe wieder, wie das hier so war, wie die Stimmung war und so weiter und so fort. Ja. Also bleibt stabil, genießt die Zeit in den Freizeitparks dieser Welt. Viel Spaß und